Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute eine tolle Rezension für euch. Viele von euch werden das Buch wahrscheinlich schon gelesen haben und so durchgesuchtet haben wie ich, weil ich einfach von Anfang an schon, also ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil es darüber ja einen riesen Hype gibt oder gab. Es gibt ihn immer noch, aber wie gesagt, ich habe es jetzt zu Ende gelesen und freue mich eigentlich drauf, mit euch da draußen drüber zu sprechen. Viele von euch kennen das Buch, viele von euch werden es wahrscheinlich auch schon gelesen haben oder lesen es gerade. Und zwar geht es um dieses Buch hier von Rebecca Yarros, Fourth Wing, Flammen geküsst. Das ist der erste Band der Reihe. Ich denke, wird wahrscheinlich eine Trilogie werden. Muss ich nur gucken, dass das hier nicht so spiegelt wegen der Sonne. Aber ihr könnt ja den Titel hoffentlich gut erkennen. Also, um was geht's im Buch? Es geht um Violet. Violet hat einen Traum, sie möchte unbedingt Schriftgelehrte werden am berühmten The Sky of War College. Nur leider hat ihre Mutter andere Pläne mit ihr. Sie möchte, dass sie eine Drachenreiterin wird. Und der Einstieg wird ihr nicht gerade einfach gemacht, denn sie muss sich nämlich beweisen, weil Drachen sich nicht an schwache Menschen binden, sondern an starke Menschen, die stark sind, die selbstbewusst sind. Und ja, die Mutter, die Generalin, hat wie gesagt andere Pläne mit ihr. Und jetzt ist es aber so, jetzt sagt sie, gut, dann gehe ich jetzt dahin. Und ja, die erste Herausforderung hat es schon eigentlich schon in sich, wenn man sich überlegt, was die jungen Kadettinnen und Kadetten alles da machen müssen, um überhaupt eine gute Reiter zu werden, weil die Hälfte der Bewerber wird nämlich auch dieses Auswahlverfahren nicht überleben. Ja, es ist, aber sie beißt sich durch, finde ich. Sie sagt, okay, ich bin jetzt da, ich versuche einfach das Beste aus dieser Situation zu machen. Und sie hat mir von Anfang an gefallen, wo sie dann in diesem War College war und gedacht habe, hey, Mädel, du beißt dich echt durch, du versuchst echt, gibst echt dein Bestes, jammerst nicht drum, sie jammert nicht drum, sie ist jemand, der wirklich sehr viel aushält, finde ich am Anfang. Da hat sie schon einiges einzustecken, aber sie kann auch austeilen, nicht nur einstecken, sie kann nicht nur einstecken, sondern auch austeilen, und zwar richtig austeilen. Und ich finde, das macht sie, finde ich, für mich auch sympathisch, weil es gibt ja nichts Nervigeres. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr einen Fantasy-Roman lest oder anderes Genre, wo es dann so weibliche Charaktere gibt, die wirklich, ach nee, ich kann das nicht und ich schaffe das irgendwie nicht und wirken dann so schüchtern und trauen sich nichts zu, aber Violet traut sich einiges zu. Braucht aber natürlich auch seine Zeit natürlich, aber ich finde, sie ist jemand, die wirklich sagt, hey, ich mache das jetzt einfach, scheißegal, ich versuche mich durchzukämpfen, auch wenn es natürlich schwer wird, weil körperlich ist sie wirklich nicht so fit, aber das wird. Also ein tolles Buch, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, alles drin, was ein toller Fantasy-Roman braucht. Es gibt auch vorne eine Triggerwarnung, also gut, es ist anscheinend jetzt Mode da in jedem Buch, ob das jetzt Fantasy ist oder anderes Genre ist. Da so eine Triggerwarnung reinzuschreiben ist okay, ja, mein Gott. Es ist eine harte Ausbildung, ich meine, wenn man den Klappentext schon liest, es geht um Drachenreiter, ich meine, die werden halt auf irgendwelchen kleinen Drachen da rumfliegen und wenn sie stürzen, in Watte landen oder so. Also das ist eine harte Ausbildung, darauf muss man sich einstellen, wenn man, denke ich, dieses Buch liest, aber an sich ist es ein tolles Fantasy-Buch. Ich liebe Drachen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr und bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Band. Also toller erster Band, ganz toll. Ich habe es, wie gesagt, jetzt nicht in dieser Farbschnittausgabe, aber das ist jetzt egal. Die Geschichte ist das Wichtigste, finde ich, an diesem Buch. Und das Buch hat alles, was ein gutes Fantasy-Buch braucht. Und ich kann wirklich nur von mir aus jetzt sagen, ich kann wirklich 5 von 5 Sterne geben für dieses Buch. Es ist alles dabei. Und ich freue mich echt wirklich riesig auf den zweiten Band, der, glaube ich, im Dezember, glaube ich, rauskommt. Anfang Dezember, glaube ich, kommt er dann raus. Also ich habe schon vorbestellt natürlich. Und ja, es ist, wie gesagt, eine tolle Story. Es ist alles drin, was drin sein muss. Eine sympathische Protagonistin, die sich auch durchsetzt, die sehr schlau ist, die wirklich in den entscheidenden Momenten wirklich zeigt, was sie alles kann, was sie an Potenzial hat, was sie am Anfang vielleicht gar nicht wusste, dass sie das irgendwie kann oder irgendwie einfach zu was sie eigentlich fähig ist, finde ich. Und das macht das Buch wirklich sehr lesenswert. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt auf Fantasy mit Drachen, mit natürlich auch, ja, mit Verletzungen, die einfach da sind, mit allem, was ein gutes Fantasy-Buch ausmacht, dann bitte greift zu und lest das Buch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Buch meint. Bitte schreibt mir eure Meinung einfach mal hier unten in die Kommentare rein.
Bin sehr gespannt, was ihr da für eine Meinung zu dem Buch habt. Habt ihr es schon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr das Buch? Und wenn ihr es gerade lest, dann würde mich interessieren, wie ist euer Eindruck bisher? Was haltet ihr bis jetzt von dem Buch? Also einfach schreibt mal einfach kurz einfach unten ein paar Sätzen, einfach eure Meinung unten in die Kommentare rein. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da alles reinschreiben werdet. Bin gespannt, wie ihr das Buch seht, was eure Meinung dazu ist. So, die Rezension, die findet ihr natürlich wie immer auf meiner Lollibook-Seite. Den Link dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Oder auch auf meiner Facebook-Seite findet ihr auch die Rezension zum Nachlesen. Genauso wie auf meinem Instagram-Account. Den Link zu meinem Instagram-Account, den findet ihr auch unten in der Infobox. Ich geb dem Buch ganz ehrlich nur zum Schluss, damit ich noch zu meiner Bewertung noch abschließen kann. 5 von 5 Sternen, wie gesagt, alles dabei, was dabei sein muss. Den Hype ist es, finde ich, schon ein bisschen wert. Auf jeden Fall, ich bin jetzt natürlich nicht gleich auf diesen Hype-Train da aufgesprungen, aber die Geschichte ist das Wichtigste. Und die Geschichte ist toll, die Geschichte ist super, die Charaktere sind toll und bin, wie gesagt, gespannt, wie es da im zweiten Band weitergehen wird. So, das war es jetzt eigentlich schon wieder von mir. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, wunderbar, würde mich sehr freuen, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Und zwar den Link zu meinem Kanal, den findet ihr wie immer hier unten in der Infobox oder einfach jetzt hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Buch hochgeladen und neues Buch. Ein neues Video hochgeladen habe natürlich, also ein neues Video hochgeladen habe, kriegt ihr eine Benachrichtigung und dann wisst ihr, aha, es gibt wieder was Neues von mir. Und dann hoffe ich, dass ihr euch fleißig das Video anguckt. Ja, dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video hoffentlich wiedersehen und sag Servus und Baba. Ciao!